Wir kommen jetzt zu unserem letzten Programmpunkt. Das Panel, das mir ganz besonders, wer gestern meine kurzen Begrüßungsworte, meine kleine Rede gehört hat, am Herzen liegt, ist Filmgeschichte als Film-Herstory, Strategien der Sichtbarmachung weiblichen Filmschaffens, eine auch machtkritische Auseinandersetzung mit der Sicherung des filmkulturellen Erbes. Und ich will gar nicht so viele Worte verlieren, nur nämlich, wir haben eine Moderatorin für das Panel, an die ich jetzt übergeben möchte. Und zwar ist das Dr. Anna-Luise Kiss. Sie ist, genau wie ich hier, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Filmuniversität Babelsberg tätig und wurde 2016 zur Vizepräsidentin für Forschung und Transfer gewählt. Sie ist Herausgeberin der Publikation Patenheimer, Filmfotografin, zu der es eine wunderbare Ausstellung vor 2 Jahren im Zentrum für Medienwissenschaft gab. Ihre Dissertation Topographie des Laiendarstellerdiskurses zur Konstruktion von Laiendarstellern im Kinospielfilm wird nächstes Jahr bei Springer VS erscheinen. Und von daher ist die Promotion von Anna-Luise ist so frisch, dass man hier auch nochmal gratulieren kann. Genau. Schön. So sieht jemand aus, die sehr erleichtert ist. Und Anna-Luise arbeitet außerdem, und das ist was ganz Besonderes, in der Medienwissenschaft auch als Schauspielerin und Sprecherin. Deswegen, wenn sie Ihnen euch bekannt vorkommt, dann kommt es daher. Vielen Dank, Inga. Ja. Also ganz herzlich willkommen zum abschließenden Panel. Wir versuchen jetzt nochmal ein bisschen Abschlussenergie reinzubringen in uns alle und uns auch nochmal aufzuraffen, eine kurze, knackige Diskussion zu einem aber ganz gewichtigen Thema, nämlich der Filmgeschichte als Film-Her-Story, Strategien der Sichtbarmachung weiblichen Filmschaffens. Film-Her-Story. Was ist das? Ein Modell, das vielleicht als Gegensatz, als Kontrast, als Erweiterung, als Komplementär, als mehr als nur impliziter Teil der History diskutiert, befragt werden könnte. Als Gegensatz, Kontrast, als Erweiterung, als Komplementär, als mehr als nur impliziten Teil seiner Filmgeschichte. Bevor wir in die Diskussion dieser Strategien gehen und der Filmgeschichte als Film-Her-Story, möchte ich Ihnen mit großem Vergnügen unsere Panel-Teilnehmerinnen, Diskussionsteilnehmerinnen vorstellen und ein paar Fragen formulieren, die ich mir in der Vorbereitung unseres Panels gestellt habe. Ich freue mich sehr, dass im Panel dabei ist Frau Professor Dr. Heike Klippel. Wir haben sie heute schon in einem wunderbaren Vortrag erleben dürfen. Professorin für Geschichte und Theorie des Films an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Wir verdanken ihr zahlreiche Publikationen, Veröffentlichungen zu feministischer Filmtheorie, Gedächtnis, Zeit, Film und Alltag. Und darüber werden wir unbedingt gleich auch noch sprechen. Sie ist tätig für die Zeitschrift Frauen und Film. Schon seit 1990 als Mitarbeiterin der Redaktion und Autorin für die Zeitschrift tätig und dort seit 2005 auch Mitherausgeberin. Das wird sicherlich ein wichtiges Thema sein. Dann haben wir Frau Rebiger bei uns. Sie ist seit Mitte der 1980er Jahre für das internationale Frauenfilmfestival in Dortmund tätig und wurde dort 1992 auch die Leiterin des Frauenfilmfestivals. Seit 2006 hat sie die Leitung übernommen des internationalen Frauenfilmfestivals Dortmund-Köln. Wir werden sicherlich über diese Fusionsgeschichte oder die Geschichte des Festivals gleich auch noch sprechen können. Sie ist mit dem IFFF Dortmund-Köln und dem International Women's Film Festival Network Veranstalterin einer seit 2013 während der Berlinale stattfindenden internationalen Netzwerkveranstaltung filmschaffender Frauen auch. In diesem Kontext einen Aspekt, den wir gleich aufgreifen werden. Ursula von Keitz, das haben Sie heute Morgen schon gehört, kann leider nicht bei uns sein. Ich bin sehr froh, dass Johanne Hoppe netterweise ganz kurzfristig quasi gerade eben eingesprungen ist. Warum sitzt Johanne Hoppe bei uns? Weil sie eine ganz wunderbare Kollegin ist, aber natürlich auch zu diesem Thema was beitragen kann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Filmuniversität Babelsberg im Filmmuseum Potsdam und ihre Dissertation wird eben auch von Ursula
Ursula von Keitz betreut. Sie arbeitet über den Umgang mit NS-Filmkulturerbe und darüber hinaus sind ihre filmwissenschaftlichen Schwerpunkte Feminismus und Film, Queer Cinema, lokale Kinogeschichte und historisch-kritische Filmeditionen. Danke, dass du so kurzfristig zu uns gekommen bist. Ja, in Vorbereitung auf das Panel habe ich mir, wie man das so macht, irgendwie Gedanken gemacht zu diesem Thema, zu diesem Begriff, zu den Strategien der Sichtbarmachung. Ich habe versucht, eine Mindmap zu erstellen, um das irgendwie zu strukturieren, eine Ordnung reinzubekommen. Das ist mir nicht gelungen. Es kam keine Ordnung dabei heraus. Ich habe das Gefühl, dass bei der Frage der Sichtbarkeit weiblichen Filmschaffens, wie bei anderen Themen wahrscheinlich auch, es mit einem doch ziemlich komplexen, hochkomplexen, machtstrukturellen Netzwerk zu tun haben, von dem ich das Gefühl habe, da ist irgendwie alles mit allem verbunden. Ich kann Ihnen also jetzt nicht so eine tolle Mindmap präsentieren und dann sagen, so gestalten wir jetzt hier die Dramaturgie unseres Panels, sondern ich komme einfach mit Fragen als Einführung zu unserem Panel. Ich sage gleich vorab, das sind nicht alle Fragen und es sind, weiß Gott, auch nicht alle Fragen, die wir behandeln können, aber einfach nur mal, um das Feld jetzt mal hier aufzureißen. Fragen, die ich mir gestellt habe, sind Ausbildung. Wer wird an Filmhochschulen eigentlich aufgenommen? Von wem werden die Studierenden unterrichtet? Was wird unterrichtet? Was fordern die Studierenden eigentlich ein? Was vermissen sie? Wovon haben sie genug? Wer ist also an den Hochschulen sichtbar? Wer verschafft sich Gehör? Was will gesehen werden? Produktion. Wer besetzt welche Position? Wer erhält die notwendigen finanziellen Mittel für das Drehbuch, für die dokumentarische Idee? Wie sieht der Produktionsalltag und die Geschlechterquote am Drehort aus? Wer ist in der Position, die Sichtbarkeit von Frauen vor und hinter der Kamera durch monetäre, förderpolitische und arbeitsstrukturelle Entscheidungen zu fördern oder zu verhindern? Welche Strategien werden verfolgt, um die gängigen Wege der Finanzierung zu verlassen? Wie wird Arbeit und Produktion organisiert? Welche Positionen werden erstritten? Wo wird dem Prinzip der Vergabe, das Prinzip der Kollaboration entgegengestellt? Distribution. Wie sehen die Vorführkontexte eigentlich aus? Welchen Regeln folgen die Sendeplätze, Programmierungen im Kino, Streamingdienste, Online-Plattformen und Festivals? Wer schreibt über wen? Wer bringt das paratextuelle Universum eines Spiel- und Dokumentarfilms hervor oder eben auch nicht? Welchen Regeln der sozialen Konformität wird eigentlich in diesen Paratexten gefolgt oder auch nicht? Wer wird abgebildet? Wer bildet sich selbst ab? Wer spricht? Wer wird nicht gefragt und sagt trotzdem etwas? Wer muss nicht gefragt werden, weil sie trotzdem genug zu sagen haben? Wer wird also in welcher Breite sicht- und hörbar? Und welches Framing kann dabei beobachtet werden? Repräsentation und Rezeption. Wer schaut auf wen? Was ist es denn, was in den Dokumentar- und Spielfilmen, in den Webvideos, in den Clips, in den GIFs los ist? Was sehen und hören wir immer wieder, immer wieder, immer wieder? Viel zu selten? Vielleicht nie? Politik. Wer macht Filmpolitik? Wie sieht die Lobbyarbeit aus? Welche Networks gibt es? Wer vernetzt sich da mit wem? Wer macht sich sichtbar, schafft Sichtbarkeit für welche Themen und Interessen? Und zuletzt Sammeln, Archivieren und Forschung. Wer sammelt? Wer archiviert? Nach welchen Kriterien? Und welche Auswirkungen hat diese Sammlungspolitik auf die Forschung? Welche Politiken in der Forschung werden eigentlich gefolgt oder auch nicht? Welche unsichtbaren und sichtbaren Strukturen verhindern und fördern das Sichtbarmachen weiblichen Filmschaffens? Welche Strategien des Unsichtbarmachens weiblichen Filmschaffens perpetuieren oder brechen wir auf? Wie nachhaltig ist das eigentlich alles? Wenn wir heute über Sichtbarkeit sprechen, müssen wir dann über das noch nicht Sichtbare sprechen, aber vielleicht auch über das, was verschwindet. Und das ist statt meiner Mindmap entstanden. Während ich mich über diese Dinge mit mir selber unterhalten habe, habe ich in einer Filmzeitschrift dieses Bild gefunden von Filmkleberinnen in der Friedrichstadt. Ich fände es schön, wenn wir von Anfang an unsere Diskussion offen halten. Also wir
werde bestimmte Fragen stellen, aber ich möchte Sie ganz herzlich einladen, von Anfang an auch sich zu melden und Fragen zu stellen. Gerade jetzt so zum Schluss, ich glaube, wir haben alle Lust auch auf Austausch und miteinander reden. Unser Panel soll sich beziehen vor allem auf die Phase, wenn der Film schon da ist, wenn also die Produktion schon stattgefunden hat, Ausbildung, Produktion, das sind alles Themen, die wir morgen noch besprechen werden. Deshalb kann ich... Das durchs Mikro. Also gerne Fragen stellen und durchs Mikro sprechen. Meine erste Frage an die drei Panel-Teilnehmerinnen, damit wir sie alle drei noch mal etwas besser kennenlernen können in ihrem beruflichen Alltag, wie sie da, und sie haben alle ganz stark was damit zu tun, weibliches Filmschaffen sichtbar zu machen, wie sieht das bei Ihnen im Alltag aus? Ich fange mal hier bei Frau Rebiger an, Internationales Frauenfilmfestival Dortmund-Köln, vielleicht kurz mal zur Geschichte, was hat das mit diesen verschiedenen Festivals auf sich, die fusioniert haben, und wie sieht da wirklich die Politik aus, die dahinter steht, was bedeutet das in Ihrem Alltag, dafür zuständig zu sein, weibliches Filmschaffen sichtbar zu machen? Na, das war ja ein Strauß Buntes, diese Frage. Also vielleicht mal ein ganz kurzer Abriss in die Geschichte. Einige werden es wissen, es gab in Nordrhein-Westfalen zwei Frauenfilmfestivals, die Feminale, hilf mir, 84? Genau, 84, von Studentinnen an der Kölner Universität gegründet. Vor allen Dingen sich beschäftigen mit aktuellen jungen Filmemacherinnen. 87 hat sich in Dortmund ein zweites Frauenfilmfestival gegründet, von Anfang an immer mit einem thematischen Schwerpunkt. Wir hatten dann Anfang der 2000er Jahre eine rot-grüne Landesregierung mit einem grünen Kulturminister, Herrn Vesper, der dann in den Sport gewechselt ist und sehr stark mit Olympia verknubbelt war. Und die rot-grüne Landesregierung war der Meinung, es gäbe nicht genug Geld, um in einem Abstand von etwas über 100 Kilometern zwei Frauenfilmfestivals am Leben zu erhalten. Das heißt, es sollte radikal gekürzt werden, und das hätte bedeutet, dass das eine oder auch das andere Festival sozusagen nicht mehr hätte existieren können. Wir haben es damals nicht geschafft, beide Festivals zu erhalten. Es kam der Plan auf, die Festivals zu fusionieren, was auch 2006 unter nicht besonders schönen Umständen mit sehr viel Schmerzen auch stattgefunden hat. Letztendlich muss ich als Konsequenz allerdings sagen, dass der jährliche Rhythmus des Festivals quasi in Verhandlungen mit Weltvertrieben, mit Produktionen positiv ist, weil man einen kontinuierlichen Kontakt zu diesen Einrichtungen hat. Nichtsdestotrotz sind die Festivals natürlich alternierend in Köln und Dortmund. Also in Dortmund findet alle zwei Jahre ein Festival statt, in Köln findet alle zwei Jahre ein Festival statt. Das ist unglücklich. Das ist nach wie vor unglücklich. Meines Erachtens müsste das auch irgendwie geändert werden. Das bedarf dringend einer Veränderung, aber das wird nicht mehr meine Aufgabe sein. Das vielleicht ganz kurz zu unserer Geschichte und wie es zu diesem Internationalen Frauenfilmfestival Dortmund-Köln gekommen ist und die beiden früheren schönen Namen in der Versenkung verschwunden sind. Zu der anderen Frage, wie der Alltag aussieht, wie war die Frage jetzt genau, wie der Alltag aussieht? Ja, der Alltag sieht letztendlich so aus, dass wir ganz viele Festivals besuchen, dass wir recherchieren, dass wir auch auf solchen Veranstaltungen wie hier Anregungen bekommen, weil wir auch, also vor allen Dingen auch in Dortmund, stark filmhistorisch arbeiten. Und dass wir natürlich, wie jedes andere Festival auch, Ausschreibungen haben, Filme werden eingeschickt. Wir gucken viel. Wir gucken viel, wir reisen rum, wir lesen viel, wir diskutieren viel. Also es ist einfach sozusagen das täglich Brot, Filme zu gucken. Ziemlicher Luxusjob, das hört sich sehr gut an, würde ich sagen. Frau Hoppe, bei Ihnen als akademische Mitarbeiterin eines Filmmuseums und mit den Forschungsschwerpunkten, was tun Sie ganz konkret, um Frauen oder weibliches Filmschaffen sichtbar zu machen?
Ist das an? Ja. Na, das Filmmuseum Potsdam ist ja keine dezidiert feministische Einrichtung, so wie ihr Festival, leider. Das heißt, im Alltag heißt es immer wieder im Kino rein. Ist es an? Nee, ne? Ich höre mich. Hallo, hallo. Ja. Haben Sie mich verstanden oder soll ich mich nochmal wiederholen? Oder ist es angekommen, was ich bisher gesagt habe? Ja? Okay, schön. Genau, das heißt, es gibt keine dezidiert feministische Praxis bei uns am Haus. Deswegen erzähle ich vielleicht auch eher von meiner persönlichen meinen persönlichen Herausforderungen und meinem persönlichen Engagement. Das heißt, immer wieder Kinoprogramme, um Frauenfilme zu bereichern. Gerade läuft eine sehr schöne Reihe bei uns, Schweizer Macherin, die Schweizer Filmemacherin vorstellt, aber auch feministische Themen. Lauter? Ach nee, okay. Feministische Themen aus der Schweiz aufgreifen. Genau, auf der anderen Seite bin ich Lernende hier an der Uni, mal mehr, mal weniger, und konzentriere mich da in erster Linie eigentlich auf alles, was mit Frauen und Filmen zu tun hat. So. Frau Klippel, als Forscherin, als Professorin sicherlich auch die Lehre ein Thema, aber gerade auch das Finden und Verfolgen von Forschungsprojekten, aber eben auch Ihre Herausgeberinnen-Tätigkeit, vielleicht auch nochmal zur Einführung Frauen und Film, seit wann gibt es diese Zeitschrift und ist das sozusagen der Markenkern der Zeitschrift, oder? Das Sichtbarmachen. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur das Sichtbarmachen von der Filmarbeit von Frauen, sondern natürlich auch Autorinnen eine Plattform zu bieten, dass in Frauen und Film jemand schreibt, der keinen klar erkennbar weiblichen Namen hat, ist eigentlich eher selten, ne? Ja, also ich bin letztlich, meine intellektuelle Sozialisation hat im Umfeld von Frauen und Film begonnen, denn als ich in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre angefangen habe zu studieren, war das wirklich sowas wie ein Lichtblick, diese Zeitschrift zu lesen, und auch dann von den Herausgeberinnen, die ja dann irgendwann auch an der Uni gelehrt haben, mit denen, also dort zu studieren. Frauen und Film gibt es seit 1975, wenn ich recht orientiert bin, oder 73, 74. Ich habe nur gerade gedacht, wir haben 25 Jahre Frauen und Film im Jahr 2000 gemacht und haben irgendwie da aber so ein bisschen, glaube ich, geschummelt, weil es war 74, ne? Ja. Und zunächst war das halt ein viermal im Jahr erscheinendes Heft, in dem es wirklich darum ging, zu berichten, was gibt es an Filmarbeit von Frauen. Und dann auch sehr schnell nach der Teilnahme da am Filmfestival Edinburgh oder was das genau war, ich war nicht dabei, ne, als dann sie zurückkamen und mit Claire Johnson und Laura Mulvey gesprochen hatten, diese ganze Thematisierung der Inszenierung, also der Darstellung von Frauen, des weiblichen Blicks. Und die in Berlin ansässige Redaktion hielt dann, glaube ich, das war dann Anfang der 80er Jahre, das für obsolet, dieses Heft weiter zu produzieren. Und dann wurde es in Frankfurt weitergeführt mit einem stärkeren Intellektuellen, also mit einer Wendung hin zum Filmwissenschaftlichen. Aber immer noch mit der Verbindung zur Filmarbeit von Frauen. Aber es gab dann schon auch Schwerpunktverlagerungen dahingehend wirklich in diese Richtung, was Zuschauerinnenforschung, also weil die Zuschauerin ist ja ganz wichtig, das war ja die große Frage in den 80er Jahren, was macht eigentlich die Zuschauerin in diesem Kino, was ihr doch eigentlich gar nichts bietet, ne, wo die alles von Männern eigentlich geregelt wird im Erzählkino. Dann ging es auch immer darum zu schauen, was sind so die
die Bereiche der Frauen in der Filmarbeit, die tendenziell unsichtbar sind, wo Frauen aber stark vertreten sind, wie eben Cutterinnen. Und dann natürlich die aufkommende, also die stärkere Präsenz seit den 70er Jahren von Frauen überhaupt in der Filmarbeit, die mit dem Autorenfilm zu tun hat. Wie es mit Frauen und Film weitergeht, da kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, wie weit es bekannt ist, dass der Strömfeld Verlag Insolvenz angemeldet hat. Das war in den letzten Jahren immer außerordentlich, also es war schon immer schwierig, diese Zeitschrift zu finanzieren. Denn Filmzeitschriften tragen sich einfach nicht. Ne? Und zum Teil haben wir von der Redaktion her sehr schleppend gearbeitet, weil wir anderweitig auch überlastet waren. Und wenn dann alles fertig war, hing es oft lange in der Warteschleife, weil der Strömfeld Verlag die Mittel nicht hatte, um das nächste Heft rauszubringen. Ich hatte jetzt keine Möglichkeit, mich mit den anderen Herausgeberinnen zu verständigen. Ich habe jetzt gestern und vorgestern versucht, die anzurufen. Insofern habe ich eher den Eindruck, alle sind jetzt erstmal wie mit dem Hammer vor den Kopf geschlagen und wir wissen nicht, was wir jetzt machen. Ich hatte jetzt nur ein kurzes Gespräch mit Annette Brauerhoch, die sagt, kein Mensch hat noch mit dem Verlag gesprochen, wir trauen uns irgendwie nicht dahin. Ne? Diese furchtbare Krise, das ist ja alles fürchterlich. Aber das war jetzt, das Gespräch zwischen uns sah nicht so aus, als ob wir Frauen und Film einstellen wollen. Die Frage ist nur, wer macht sowas weiter? Ne? Dann kann ich nur zu meiner Arbeit an der Hochschule sagen, dass ich in der Medienwissenschaft tätig bin, wo wir im Grunde dieses Thema Gender eigentlich, wenn es nicht ausdrücklich Thema ist, ist es implizit immer Thema. Also dann mache ich was über Literaturverfilmungen und hinterher kommen die Studis auf mich zu und sagen, das war doch eigentlich eine Gender-Veranstaltung. Sage ich, ah ja, na dann war das wohl so. Ne? Oder Filmgeschichte. Ne? Das heißt, aber was mich immer interessiert, also wenn ich jetzt was Persönliches sagen soll, was bei mir so der Antrieb war, war wirklich dieses, was ganz blöd klingt. Ich sehe nicht gerne so Männer. Ne? Gut, es gibt so irgendwie ansehnliche. Aber was einem das Hollywood-Kino so bietet auch, wenn man es beim Erzählfilm bleibt, diese Kämpfer und diese Unrasierten und diese Schwitzigen und weiß nicht was alles, furchtbar. Das hat mich nie interessiert. Mich hat es auch nie interessiert, mir zu überlegen, was meine Kollegin Brauerhoch ja sehr, finde ich, sehr interessant macht. Die Darstellung von Männlichkeit im Film. Denke ich immer, kann sich jemand anders drum kümmern? Ich nicht. Mich interessierte immer, erstens, was sind das für Bilder von Frauen? Was ist daran interessant, uninteressant, repressiv, furchtbar? Dann interessierte mich, was geht an weiblicher Subjektivität oder was findet man wieder an weiblicher Subjektivität oder an weiblicher Erfahrung in Filmen, ne? Von Filmmacherinnen, was weiß ich nicht, jetzt dieser Film, über den ich heute gesprochen habe oder Filme von Frauen, in denen sich einfach was drüber wiederfindet, mit dem man sich verbinden kann. Also wenn ich einen Cowboy sehe, nicht, dass er macht, mit dem kann ich nichts verbinden. Ne? Ich finde das blöd, immer wenn die Welt retten wollen. Ich hasse sowas. Ich finde das alles ganz peinlich. Und was mich interessiert hat, waren überhaupt auch Strukturen, die nicht auf Problemlösung machen. Erst machen, dann denken, tun, Aktivität, sondern was, wo ich jetzt nicht sagen möchte, das sind, da würde man das schon wieder diskreditieren, weibliche Zeitstrukturen warten, möchte ich gar nicht sagen, dass das irgendwas mit Weiblichkeit zu tun hat, aber es ist auf jeden Fall was, was man weder im Erzählkino noch in der Darstellung von Männlichkeit dort viel findet, ne? Und insofern bin ich auch
hat mich auch interessiert, weil das Erzählkino ja so stark repressiv ist. Also mich interessieren dann doch eher Formen, die nicht die Geschichte zum Abschluss bringen. Und dann bin ich ja noch an einer Kunsthochschule. Die haben ja noch das zusätzliche Problem, dass erstens die Studentinnen, ich weiß nicht, wie es anderen ging, aber jahrelang, wenn man irgendwie Gender, Feminismus, oh Gott, Feminismus, bah, nee, wenn dann schon Gender und so und Intersexualität und weiß der Teufel, ne, diese Dinge, aber hat auch keinen so richtig interessiert. Dann gibt es die MeToo-Debatte, dann kommt dann plötzlich, gibt's dann, ist das wieder en vogue. Aber im Großen und Ganzen, was ich kenne von den Studentinnen, ist, dass sie sozusagen den Krieg für gewonnen halten. Ne? Ja, dann mache ich den Studienabschluss und dann bin ich natürlich gleichberechtigt. Und in der freien Kunst ist es noch viel stärker, dass es eine Abwehr dagegen gibt, überhaupt irgendetwas mit Gender, Frauen, Feminismus, Gleichberechtigung, weil das nochmal so ein eigener Diskurs ist, der ja vielleicht auch einigen bekannt ist, dass Kunsthochschulen außerordentlich repressiv sind, außerordentlich patriarchal vorgehen. Gerade an der HBK, da hat jemand geglänzt durch, der dann speziell für die Künstler nochmal eine Vorlesung über die Kunstgeschichte und dann wurde kritisiert, da kam ja keine einzige Künstlerin im 20. Jahrhundert vor und dann sagt er, ja, habe ich vergessen, habe ich so intuitiv gemacht. Ne? Und das wird dann aber auch nicht offen artikuliert, also jetzt haben wir eine Präsidentin, die will Anna Wind reinbringen, aber das ist so ein Problem, da könnte man auch noch mal mehr dazu sagen, insbesondere an der Kunsthochschule, deren Filmklasse ja jahrzehntelang von Birgit Hein geleitet wurde. Ne? Ja. Jetzt rede ich aber nicht weiter, sonst ist die Zeit um. Nein, es ist ja hochinteressant, was uns motiviert, für Sichtbarkeit zu sorgen. Sie sind darauf jetzt gerade eingegangen, Frau Klippel, welche verschiedenen Aspekte es sind, die Sie antreiben, die Sie motivieren, weil ich glaube, vielen von uns geht es so, das ist ja nicht nur eine einfache Arbeit, also es ist auch mit Anstrengung verbunden. Bei mir ist es manchmal auch tatsächlich noch so ein ganz plumpes Ungerechtigkeitsempfinden, das mich antreibt. Also dass ich manchmal einfach denke, warum der und nicht die? Und da muss ich jetzt einfach mal Arbeit investieren, um für Sichtbarkeit zu sorgen. Seien es Standfotografinnen oder andere Gewerke, die wirklich einfach kaum im Diskurs auftauchen, obwohl sie immer schon da waren. Deswegen meine Frage nach der Motivation. Ich greife das mal auf, was Sie angeschnitten haben. Bei Ihnen die Motivation. Ich meine, Sie haben ja auch gesagt, ist nicht immer nur das Zuckerschlecken und kann auch anstrengend sein und nicht nur der schönste Job der Welt. Also was ist es? Was treibt Sie an? Was treibt Ihr Team an? Und dann die gleiche Frage auch an dich. Was ist es? Ja. Also bei mir persönlich ist es sicherlich auch dieser Gedanke der Gleichstellung gewesen oder der Ungleichbehandlung. Also ich bin überhaupt keine Wissenschaftlerin, ich bin Lehrerin. Ich habe Deutsch und Politik studiert und in den Politikseminaren saß ich vielleicht mit 1, 2, 3 Kolleginnen irgendwie zusammen und habe eigentlich durch die demokratischen Journalistinnen, wo ich mal ein Seminar besucht habe, bei denen ein Wochenendseminar überhaupt begriffen während des Studiums, dass Frauen möglicherweise einen anderen Status haben, auch später in der Berufswelt. Also diese Erkenntnis kam noch gerade rechtzeitig genug, aber doch relativ spät, muss ich sagen. Und das hat mich dann auch immer angetrieben. Ich bin immer politisch aktiv gewesen, ich war immer frauenpolitisch aktiv und bin darüber dann irgendwie durch absoluten Quereinstieg beim Film gelandet und beim Frauenfilmfestival. Und das ist so, auf ein Frauenfilmfestival wartet niemand, da warten vor allen Dingen keine Geldgeber. Und das öffentliche Geld, was wir kriegen, ist natürlich genau dieser Gleichstellungsdebatte geschuldet. Und wir haben das einfach mit den Frauenfilmfestivals auch geschafft, das auch diese Karte auch immer wieder auszureizen. Und wir haben dann letztendlich ja diese Klippe überwunden, wie gesagt, das habe ich ja schon erwähnt, durchaus mit Schmerzen, aber wir haben das Festival schon halten können und wir stehen auch mittlerweile ganz gut da. Aber es ist nach wie vor so, auch nach über 30 Jahren, dass auch von den öffentlichen Geldgebern und auch von denjenigen, mit denen wir gut zusammenarbeiten,
das überhaupt nicht gesichert ist. Also wir kämpfen und ein Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich politische Lobbyarbeit und das reicht vom Landtag bis in die Kulturausschüsse in Köln und Dortmund. Also das ist wirklich, das ist Knochenarbeit da dran. Und das, was uns antreibt oder was mich auch immer wieder antreibt, wir haben ja zum Beispiel, und das betrifft jetzt eben nicht nur Regisseurinnen, also wir zeigen natürlich im Wesentlichen Filme von Frauen, ja, das ist unser Hauptgebiet, aber wir haben seit 2001 ja auch alle zwei Jahre einen Preis für Bildgestalterin, für Nachwuchsbildgestalterin, der wunderbarerweise seit 2001 auch von Sophie Montagnier begleitet wird, die an der Kunsthochschule für Medien in Köln unterrichtet und die wunderbare Werkstattgespräche alle zwei Jahre irgendwie anbietet mit renommierten Bildgestalterinnen. Und das ist natürlich auch ein Gewerk, wo Frauen, wir haben es auch in der Aufzeichnung oder in der Aufstellung von Jean-Paul Görgen vorhin gesehen, wo es wenig Frauen gibt, also wo es in den letzten Jahrzehnten sicherlich eine Zunahme gegeben hat, aber es sind immerhin noch wenig. Und das sind auch so Punkte, wo wir versuchen, Sichtbarkeit herzustellen. Und ich muss sagen, gerade die Bildgestalterin, die liegen mir sehr am Herzen. Also das ist sozusagen auch, ich sage es jetzt einfach mal so, meine ureigenste Idee gewesen. Es ist sozusagen mein Kind. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, ist, dass es in diesem Jahr den Zusammenschluss der Cinematographers XX gegeben hat hier in Deutschland, dass die Bildgestalterinnen sich zusammengetan haben. Eine sehr schlichte Website, aber eine sehr ansprechende Website gemacht. Die haben sie beim Kamerafestival in Polen haben sie die erstmalig vorgestellt. Und das ist toll, da wird was sichtbar. Da kann man auf diese Seite gehen, da kann man sich die Sachen von den Frauen angucken. Und man sieht auf einmal, ich dachte mir, ich kenne sie alle, weil sie ja auch alle mal bei uns auf dem Festival gewesen sind. Und dann gehe ich auf diese Seite und denke, wow, da sind aber ganz schön viele junge, neue Bildgestalterinnen. Und das ist toll. Und da helfen uns natürlich für die Jüngeren hier, für die Studentinnen und Studenten, ist das ein bisschen lächerlich, wenn ich das jetzt sage. Aber es sind die neuen Medien, es ist das Internet. In den 80er Jahren war das einfach nicht so. Und da war es schwierig. Und das ist eine Möglichkeit, und das ist natürlich eine Möglichkeit, die auch jeder nutzt. Das ist völlig selbstverständlich heute. Und das machen jetzt, die Frauen nutzen das eben auch. Und das ist super. Und das finde ich, das ist vielleicht etwas so, wo wir bei den Bildgestalterinnen als Festival sagen können, das haben wir tatsächlich auch ein Stückchen weit mit begleitet. Also das ist eine große Motivation. Frau Hoppe, warum nicht die rasierten Cowboys, sondern andere Dinge in deiner Forschung? Was motiviert dich dazu? Ja, in meiner Forschung, also was treibt mich an? Ich bin, glaube ich, auch von meinem Selbstverständnis her ein sehr politischer Mensch, schon immer gewesen und finde es auch gar nicht verkehrt zu sagen, da ist ein, nicht plumpes, ein Gefühl der Gerechtigkeit, des Gerechtigkeitssinnes da, den habe ich oft sehr stark und wenn man sich anhört, was Inga gestern in ihrer Einführung erzählt hat, dann ist da einfach immer noch wahnsinnig viel Ungerechtigkeit und wahnsinnig viele Missverhältnisse einfach da. Und gegen die gilt es vorzugehen, solange wie sie da sind, bis wir unsere Ruhe haben. Und ja, also darum geht es ja auch, irgendwann mal vielleicht Ruhe zu haben. Genau, und auf der anderen Seite aber auch der Wunsch, nicht nur aufs Negative, auf Missverhältnisse und Ungerechtigkeit zu schauen, sondern auch dahin, was ist an Schönem da, wo kann ich mich persönlich entwickeln, was macht Freude, was bringt Spaß, was bereichert mich, das ist für mich vor allem gerade Auseinandersetzung mit sexpositiven Thematiken, mit feministischer Pornografie und das eben auch an Studierende weiterzugeben, ist für mich eine ganz bereichernde, schöne Arbeit gerade.
Frau Rebiger hat gerade ein ganz positives Beispiel genannt mit dem Zusammenschluss der Kamerafrauen. Ich würde wahnsinnig gerne bei erstmal positiven Beispielen bleiben. Beiträge zur Film Her Story, bevor ich dann die Frage stellen muss, wie nachhaltig ist das alles und müssen wir nicht auch über das Verschwinden mancher Strukturen oder erkämpfter Positionen sprechen. Also vielleicht gibt es noch ein, zwei Beispiele, über die wir sprechen können, von denen Sie sagen, doch, da ist was gelungen. Das sind wirklich Beiträge, an denen wir uns vielleicht auch orientieren können. Best Practice, sagt man so gerne dazu. Die Frauen, Kamerafrauen, die wir jetzt gehört haben, gibt es da in der aktuellen medienwissenschaftlichen Forschung vielleicht ein Beispiel, das heraussticht gerade? Frau Klippel, Frau Hoppe. Also vielleicht, dann greife ich einfach nochmal nach dem Mikrofon. Also wie nachhaltig das ist, das muss man nochmal an anderer Stelle sehen. Aber als ich gestern Abend den Vortrag, diese Einführung von Ursula gehört habe, da habe ich gedacht, oh super, S4 Schub, Dynastie der Romanows haben wir 89 gezeigt. Viele Beispiele, wir haben immer versucht, zu gucken, wo gibt es Frauen in der Filmgeschichte, die einfach nicht bekannt sind, die man zeigen kann. Und das ist natürlich das Dilemma eines Festivals. Da werden diese wunderbaren Filme einmal gezeigt und dann sind sie wieder weg. Weil das ist natürlich ein Riesenaufwand, den man nur mit einem großen Etat, also in den 80er Jahren waren es eben 35mm Kopien, die man irgendwo... Damals haben es die Frauen aus der Sowjetunion mitgebracht, aus der ehemaligen. Ansonsten haben wir aus dem George Eastman House aus Rochester die Kopien aus den USA bekommen. Und da denke ich, das ist schon wichtig, also die auch zu zeigen und die auch zu präsentieren. Mittlerweile haben wir natürlich mit der Digitalisierung auch andere Möglichkeiten, solche Filme zu zeigen. Aber die eher in einen Umlauf irgendwie zu bringen, also so stärker nochmal oder mehr Leuten zu zeigen, als die sich dann gerade in den Kinosaal verirren. Das wäre natürlich irgendwie super. Das ist jetzt schon gleich die Frage nach der Nachhaltigkeit. Also, aber ich glaube, das ist auch die Aufgabe eines Festivals und auch eines Frauenfilmfestivals, da immer wieder in die Geschichte zu gucken und zu suchen und zu forschen. Und zum Beispiel so ein wunderschöner Film wie Wanda von Barbara Loden, der auch kaum bekannt war, den wir gezeigt haben. Also das sind alles so Sachen, die auch einfach in so eine Filmgeschichte gehören. Und weil es ja eigentlich um Dokumentarfilm hier geht, denke ich, das ist dann aber auch nochmal so ein anderes Thema, dass tatsächlich auch viele Frauen, viele Dokumentarfilmerinnen auch den Lebensalltag von Frauen wunderbar abgebildet haben. Und das ist auch eine Frage, wie weit wird das erhalten, archiviert, wieder sichtbar gemacht. Das sind, denke ich, so ganz, ganz wichtige Themen und auch Aufgaben, die wir als Frauenfilmfestival uns auch sozusagen anziehen. Frau Klippel, war das jetzt Zeit genug zum Nachdenken für das Best-Practice-Beispiel, bevor wir über Verschwinden sprechen? Ich versuch's mal. Mir fällt ehrlich gesagt nicht so viel Positives ein, ne? Was ich denke, was wirklich sehr wichtig war, war dieses ganze Umdenken in der Filmgeschichte, was in den letzten Jahrzehnten erfolgt ist. Also dass wirklich die mit diesem Ansatz der New Film History im Grunde nochmal Filmgeschichte ganz anders aufgearbeitet wurde. Und ich habe den Eindruck, was also die Präsenz von Frauen innerhalb der Filmgeschichte angeht, da wurde wirklich sehr viel getan. Und da wird auch, glaube ich, nichts mehr publiziert, wo das einfach übergangen wird oder so, wie das in älteren Filmgeschichten noch der Fall war. Und ich denke, was auch dazu gehört, ist im Grunde diese Diskussion, dass da ja nun Frauen doch im Wesentlichen als Schauspielerinnen auftreten, diese Fragestellung, was ist denn
der Autorschafts-Input der Schauspielerin. Ne? Dieses Umdenken, dass man die Schauspielerin nicht einfach als ein Objekt sieht, egal wie objektifiziert ihr Bild ist, sondern zu schauen, welche Rolle hatten Schauspielerinnen und wie kann ihnen, also welchen Anteil an Autorschaft am Film hatten sie und haben sie. Ne? Also das, finde ich, ist auch eine sehr wichtige Diskussion. Aber das sind jetzt nicht unbedingt Beispiele aus der Gegenwart, ne? Weil man ja auch den Eindruck hat, dass in den 70er und den 80er Jahren eine Energie vorhanden war, die dann aber so ein bisschen auch wiederum an Antrieb verloren hat, weil im Grunde die gesellschaftlichen Verhältnisse sich nicht ändern. Also weil einfach Kontextveränderungen, die notwendig gewesen wären, dann doch nicht stattgefunden haben. Gerade in der Filmwissenschaft finde ich, bin ich nicht die Einzige, die das immer wieder bemerkt. Also es gab mal sowas wie Film- und Fernseh-Theaterwissenschaft und so. Und dann wurde das alles zu Medienwissenschaft. Und Filmwissenschaft ist ja im Wesentlichen von Frauen begründet worden in dieser Republik. Und als das in der Medienwissenschaft aufging und dann es hieß, ja, du machst ja Einzelmedium, ne? Da veränderte sich dann was, denn die Medienwissenschaft ist wiederum weitgehend doch von männlichen Wissenschaftlern dominiert, ne? Und dann wird man langsam zu so einer Art Fossil oder zu dem, ja, zur Frau fürs Klassische, ne? Ja, Film, so. Das sind natürlich Entwicklungen, die ich nicht so erfreulich finde, die aber auch ihren Sinn haben. Also, ne? Denn es gibt ja in der Bundesrepublik jetzt nicht eine Filmindustrie, die eine solche Macht hätte. Dass in den Vereinigten Staaten Filmwissenschaft einen ganz anderen Status hat, liegt natürlich auch daran, dass es, auch wenn sie jetzt nicht die konform ist mit dem, was die Filmindustrie, also das ist irgendwie ein anderer Bereich, also ein Bereich mit viel mehr Bedeutung ist. Und dann hat man natürlich auch immer dieses, dass in jedem Arbeitsbereich, wenn es irgendwann dazu kommt, dass mehrheitlich Frauen da sind, das an gesellschaftlichem Wert verliert. Also auch diese unangenehme Bewegung gibt es ja nach wie vor. Ne? Deswegen lasse ich es mal dabei. Weil ich sollte ja was Positives sagen. Frau Hoppe, was hat Ihnen als letztes so große Freude bereitet, als einen positiven Beitrag zu unserer Film Her Story? Mir geht es ganz ähnlich wie Ihnen, aber ich habe gesehen, Stella meldet sich schon ganz lange. Deswegen ich wollte Stella unbedingt auch nehmen, aber Sie wollte gerne zuerst noch kurz Frau Hoppe fragen. Ja. Okay. Gut. Danach kommst du dran. So. Ja. Ich würde gerne meinen Beitrag an Stella delegieren. Liebe Stella. Dann möchte ich einmal noch mal kurz auf Frau Rebiger zurückkommen, und zwar zur Auswertung, zur weiteren Auswertung der Filme, die auf ihrem Festival laufen. Ich kenne das Frauenfilmfestival leider nicht. Und meine Frage wäre, ob irgendwie ein Markt da angeschlossen ist ans Festival, inwiefern Verleiherinnen oder auch Verleiher auf ihr Festival kommen, inwiefern die Filmwirtschaft auch ein Interesse daran hat, das Festival zu besuchen und wirklich auch Filme weiter zu verleihen. Wie oft passiert das, dass Filme einen Verleih finden? Ja, das hat sich grundsätzlich geändert. Also früher ist es sicherlich so gewesen, dass Festivals und vor allen Dingen, wenn sie Erstaufführungen hatten, für Verleihe interessant waren. Das ist heute grundsätzlich anders. Filmfestivals, also wenn es keine A-Festivals sind, wie Cannes, Berlin und so weiter, sind für Weltproduktion und Weltvertriebe ein zweiter Absatzmarkt. Also es ist nicht mehr so, dass wir alle Filme automatisch ohne Screening-Fee kriegen, sondern also wenn wir französische Filme zeigen wollen, dann müssen wir für eine Vorführung 1.000 Euro zahlen. Das können wir nicht, das geht überhaupt nicht. Also wird es dementsprechend wenige oder gar keine französischen Filme bei uns geben. Also das hat sich grundsätzlich geändert. Das ist definitiv nur noch auf den großen Festivals so, dass es wirklich Märkte gibt. Also Berlin ist natürlich einer der größten Filmmärkte, kann auch.
Aber kleinere und mittlere Festivals, so wie unseres, das ist einfach nicht so. Selbst wenn Sie nach München gehen, ist es so, dass die Verleiher mit ihren Filmen dort nach München gehen und dort die Filme vorstellen. Also Filmeinkäufe werden auch bei diesen Festivals, die wesentlich größer sind als unseres, überhaupt nicht mehr getätigt. Also das hat sich grundsätzlich verändert. Frau Hoppe, ich hatte noch eine Frage an Sie. Na gut, zum Thema Sichtbarkeit, Best Practice, wo ich mich persönlich engagiere und was vielleicht an dieser Stelle einfach genannt werden darf, ist der Poyes Award. Das ist der feministische Pornofilmpreis Europa, der zweijährlich in Berlin stattfindet. Und das, finde ich, ist immer wieder ein Beitrag, der ganz viel Sichtbarmachung macht, ganz viel für Vernetzung sorgt. Und den ich durchaus dafür, dass es ohne Fördergelder auskommt, als ein Best-Practice-Beispiel hier nennen möchte. Und trotzdem kommen wir nicht drum rum, über die anderen Themen zu sprechen. Sie sind schon angeklungen, Finanzierungsschwierigkeiten von Festivals oder sogar Aktionen, die überhaupt gar keine Finanzierung haben. Ich kann aus meiner Erfahrung auch sagen, dass das Partnerheimer-Projekt, da geht es um eine Frau, eine Standfotografin. Das war das Projekt, was ich glaube noch nie in meinem kurzen, aber trotzdem, ja, durchaus habe ich ja schon mal ein paar Projektchen gemacht, aber es war noch nie so schwierig, dafür Geld zu bekommen wie in diesem Fall. Und da wird man einfach irgendwann doch etwas, neigte ich dann zu Verfolgungswahn oder wie soll man sagen, ich hatte wirklich das Gefühl, es liegt einfach daran, dass es jenseits der klassischen, des Diskurses in der Filmgeschichte liegt oder einfach nicht opportun ist, weil es um eine nicht prominente weibliche Filmschaffende geht. Und sofort fehlte da sozusagen jegliches Argument. Das Argument zu sagen, es ist aber so wichtig, jemanden sichtbar zu machen, die eben nicht diese Prominenz hat, weil sie es eigentlich wert wäre, das hat nicht gezogen. Ich dachte, ich gehe dahin in die Fördertöpfe und die sagen alle, ja klar, selbstverständlich, folgen wir ihrem Argument. Aber dem war überhaupt nicht so. Also vielleicht haben Sie auch ähnliche Erfahrungen gemacht in die Runde. Wo können wir da ansetzen? Was sind die richtigen Argumente? Wo liegen die Hindernisse, um das weibliche Filmschaffen sichtbar zu machen? Quotierung. Ja, Quotierung. Also ich denke da zum Beispiel auch an die Frage von Archivierung von bestehendem Filmmaterial. Also irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr genau, hat gesagt, die Filmgeschichte beginnt jetzt, dass alle diejenigen, die Filme machen, alle Filmemacherinnen einfach verdammt aufpassen müssen, wo ihr Material ist und dass dieses Material gehütet wird. Also das ist, glaube ich, eines der ganz, ganz großen Probleme, mit denen wir auch immer zu tun haben, dass wir natürlich Filme auch aus der jüngeren Filmgeschichte, man muss gar nicht 50 Jahre zurückgehen, man braucht vielleicht nur 30 oder 20 Jahre zurückgehen und es sind keine Kopien da, es ist nichts mehr da oder irgendwie eine geschredderte 16er oder damit kann man nichts anfangen. Also das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, um auch eine Geschichte weiblichen Filmschaffens auch überhaupt präsent zu machen und um zeigen zu können, darüber reden zu können, das finde ich, ist einfach was ganz Wichtiges. Können Sie das aus Ihrer, eine Frage von Inga, da gebe ich dir mal das, oder ihr habt uns ja. Danke, ja, da hätte ich jetzt Johanne gefragt, aber ich weiß nicht, weil ich ja weiß, dass du vor allen Dingen in der Ausstellungsarbeit tätig bist im Filmmuseum, weiß ich nicht, vielleicht kann Ralf Forster das auch sagen, inwieweit das am Filmmuseum, inwieweit da die Verhältnisse sind von wirklich Filmmaterial, was vorhanden ist und was auch digitalisiert wird, ob es da, Erfahrungswerte gibt, welches Filmschaffen da oder wer entscheidet das, was digitalisiert wird oder wird überhaupt digitalisiert und genau, das wäre meine Frage. Also
Ich meine, ganz klar ist ja ein Merkmal unseres Filmmuseums ist ja das, dass wir primär gar nicht Film sammeln, sondern Materialien zu filmen. Ja, also das heißt, Digitalisierung bezieht sich zum Beispiel primär, nehmen wir mal einen Bereich, Szenenbildentwürfe. Ne? Da haben wir natürlich auch Frauen. Da wird eigentlich auch natürlich kein Unterschied gemacht. Bezüglich des Geschlechtes, würde ich sagen, sondern es ist immer eine qualitative Bewertung, sagen wir mal, geschlechtsneutral eines Bestandes wird sozusagen eigentlich durch mehrere Meinungen eingeholt, wenn sowas gemacht wird. Nehmen wir mal Hirschmeier. Ja, Hirschmeier ist natürlich ein wichtiger Bestand im Szenografiebereich, Setdesign, der vor der Digitalisierung steht, teilweise auch, also vieles ist da schon auch digitalisiert worden. Und wir unterliegen auch einem Grundproblem, glaube ich, im Filmmuseum, der eines feministischen Zugangs zu einem Filmerbe, das natürlich primär männlich ist. Das heißt, es gibt eine grundsätzliche Differenz zwischen der Menge an dem Material, was da ist und was in der geschichtlichen Bedeutung als historisch relevant eingestuft wurde, durch natürlich Sekundärpublikation, aber durch einen Wissenschaftsdiskurs, der über Jahrzehnte lief, und sozusagen einer feministischen Gegenposition zu dem Material, was natürlich prozentual sich von den prozentualen Verhältnissen elementar unterscheidet. Und dem sind wir genauso unterlegen, nicht? Dem müssen wir uns stellen. Und ich glaube, deswegen würde ich behaupten, obwohl ja eigentlich bei uns im Haus das Leitungsteam primär weiblich ist. Ja, kann man schon sagen. Also es gibt in der Führungsschicht des Filmmuseums mehr Frauen als Männer. Es ist trotzdem ein Zugang, der, glaube ich, es gibt trotzdem also einen Zugang, glaube ich, zu dem Material an sich oder zu Digitalisierungsprojekten, zu Veröffentlichungsprojekten, die primär davon ausgeht, also eine neutrale Position einzunehmen und sich in erster Linie natürlich von der Qualität des Materials selbst leiten lässt. Würde ich mal so einschätzen, ohne das sozusagen weiter ausführen zu können. Was die Filmdigitalisierung betrifft, da haben wir ja unser großes Projekt gehabt zum Amateurfilm. Da habe ich stärker darauf geachtet, obwohl es auch schwer ist. Also die Tölke-Filme, die wir ja gesehen haben, sind ja auch bei uns da, ne, immerhin. Was so ein Beispiel ist, wo wir uns auch dafür entschieden haben, das zu machen, ganz klar. Aber die anderen Studios im Amateurfilmbereich, die wir bearbeitet haben, ich glaube so 10 oder 12, sind natürlich, das sind ja immer Kollektivleistungen, wo dann eben 10% Frauenanteil, ja, kann man ja so, wir sind ja auch oft uncredited, also ohne Vorspann und so weiter versehene Filme, ja, kommt ja dazu. Aber ist es nicht gerade bei Hirschmeier so, wenn ich mich recht erinnere, dass er eine sehr aktive Assistentin hatte oder Mitarbeiterin, die auch großen Anteil an seinen Arbeiten hatte? Sehe ich das nicht richtig? Also die sollte man dann doch nicht unter den Tisch fallen lassen. Klar, aber das würde jetzt, sagen wir mal, wäre jetzt sozusagen für das Material an sich erstmal unrelevant. Es wäre eher die Interpretation des Materials, die dann wiederum anders bewertet werden müsste. Ja, aber das erstmal wir sind ja als Archiv zunächst mal dafür da, um die Bestände zu bewahren und möglicherweise mit Kontextinformationen ausgestattet auf Online-Portale hochzuladen, sage ich mal so. Also das ist dann schon eine Trennlinie, wo wir sagen, okay, Hirschmeier-Bestand ist digitalisiert, Zusammenarbeit Akademie der Künste, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und wenn jetzt eine Publikation gemacht wird, dann haben wir unsere Anteile, aber wir werden uns da als Filmmuseum erstmal primär auf die Bereitstellung des Materials stützen in dem Projekt, sage ich mal. Also so gibt es also die Arbeitsweise immer und bei Publikationsprojekten machen wir dann natürlich gerne mit. Aber es ändert ja nichts an dem Material, nicht, was in irgendeiner Form gesichert werden muss und im Übrigen auch restauratorisch stark bearbeitet werden muss, in dem Fall. Vielen Dank. Ja, Frau Klippel. Wenn ich jetzt noch was, mir fiel nur gerade ein, also Frauenfilm, das ist
ist so schmerzhaft, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nie möglich war, eine Finanzierung für diese Zeitschrift zu bekommen, ne? Sondern dass wirklich vom Strömfeld Verlag und von den Bibliotheksabonnements, die nicht ausgereicht haben, und den Rest hat der Strömfeld Verlag bezuschusst. Und jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber ich dachte nur, ein ganz interessantes Beispiel ist ja zum Beispiel, wäre ja vielleicht Chantal Ackermann. Ne? 2015 verstorben, wie ich denke, da kann man sich drüber einig sein, eine der, wenn nicht mit die wichtigste Filmmacher, einer der viel wichtigsten Filmmacher des 20. Jahrhunderts, sagen wir das mal so, weil wenn ich sage, eine der wichtigsten Filmmacherinnen, dann nimmt man sie aus dem Kreis der Frauen, aber ich meine sie allgemein. Ne? Da müsste ich innen sagen, ne? FilmmacherInnen, das fällt mir auch schwer. Deren Film hat in den letzten Jahren nur Schwierigkeiten gehabt, ihre Filme zu finanzieren. Ne? 2015 verstorben. Plötzlich reden alle über Ackermann, die vorher nie drüber geredet haben. Ne? Symposion hier, Konferenz da. Gutes Beispiel, Basel. Eine wirklich sehr gute Konferenz, in der interessante Personen zusammengeholt wurden, die sich auch länger mit dem Werk von Ackermann befasst haben. Anderes Beispiel, London. After Chantal. Wird es nach dem Ableben von Godard eine Konferenz geben? After Jean-Luc? Ja, ich habe ihn auch gekannt. Ne? Und dann kommen dann irgendwelche Personen, die darüber erzählen, wo sie sie gekannt und getroffen haben. Oder es wird darüber resoniert, wie die Beziehung zu ihrer Mutter, zu ihrem Selbstmord, peinlich. Ne? Und dann die Franzosen. Es gibt keinen französischen Text, der irgendwie substanziell was zu Chantal Ackermann zu sagen hätte. Aber gar keinen. Es gibt auch keinen Filmwissenschaftler, der was Substanzielles zu sagen hat. Plötzlich sind dann auf der Konferenz 3 bis 5 männliche Franzosen, die dann zu spät kommen und dann was drüber erzählen, wo sie mit ihr auf welchem irgendwie roten Platz gestanden haben oder in Warschau auf irgendeinem Festival. Und plötzlich sind wir alle berühmt, weil Chantal Ackermann auf einmal berühmt ist, weil sie gestorben ist, wo sie so viel berühmter hätte sein sollen, solange sie noch lebte. Ne? Und natürlich sind auch die Film, also das, der filmische Nachlass ist in einem zum Teil schwierigen, problematischen Zustand, aber es gibt ein Archiv, was sich dem widmet und irgendwie die Sachen also restauriert und digitalisiert und irgendwie auch einen guten versucht, auf einen guten Stand zu bringen. Aber an dem an der Art, wie die Filme aussehen, ist klar, dass es genau diese Probleme gegeben hat, die auch Frau Räbiger angesprochen hat. Das, was nicht aufgehoben wurde, das, was verloren wurde, das, was irgendwie unterm Bett lag, ne? Und irgendwie es keine während ihren Lebzeiten irgendwie eine regelmäßige archivarische Pflege gegeben hat. Ja, und jetzt ist sie 2 Jahre tot. Gibt es immer noch irgendwie Ackermann-Diskussionen? Ne? Ja, und dann denke ich, das ist alles bedauerlich. Ne? Ja. Frau Klippel, ist das ein Aufruf, anders zu feiern und zu Lebzeiten die Künstlerinnen und Künstler zu feiern? Oder ist es eine Frage nach der Bedeutungskonstruktion? Ich gebe mal ein Beispiel auch. Ich war Wim Wenders Polaroid-Ausstellung im CO in Berlin. Ja? Nette Ausstellung, völlig in Ordnung. Aber das ist halt so typisch. Sorry, ein Regisseur, kein Fotograf, und unter seinem Bett werden halt Polaroids gefunden, die einfach nur dazu dienten, die keinerlei künstlerischen Anspruch hatten, die einfach nur dazu dienten, Filmlocations zu dokumentieren. Und jetzt ist es ein Framing, ein Setting, dass das, indem sie in Rahmen gestellt werden, indem sie einen Ausstellungsort bekommen, in dem ein Katalog erscheint, in dem wir alle dorthin pilgern und das feiern, bekommt es eine Bedeutung, die sie so wirklich nicht intentional hatten. Es war keine Kunst, sondern es wird dazu gemacht. Plus,
Also erstens, ich möchte aber jetzt auch noch was zu loswerden, weil ich da auch vor 2 Wochen in dieser Ausstellung war. Er hat alle Texte dieser Ausstellung selbst geschrieben. Man hört seine Stimme die ganze Zeit. Es ist eine Multiplikation des Geniekults. Man kann es gar nicht anders sagen. Mich hat das wirklich ratlos gemacht. Zwischen den berühmtesten FotografInnen, Nan Goldin und Irving Penn und alle, die in der CO-Galerie, was ja wirklich an fotografischer Qualität herausragendes Haus ist. Das ist genau sowas, was schiefläuft. Das wäre einer Frau nie passiert. Und das hat mich so aufgeregt. Aber das ist ja die Frage, was bedeutet das für uns? Das können wir ja genau, also das kann man ja auch nutzen. Dann heißt es, Bedeutung ist offenbar etwas, das wird den Dingen zuteil, indem genug Menschen dafür bereit sind, einen bestimmten Rahmen dem Ganzen zu geben. Also deswegen die Frage nach dem Feiern. Also müssen wir einfach uns auch mal anstrengen, mehr die weiblichen Filmschaffenden zu feiern. Da kommen wir dann wieder zu Festivals, zu Preisen, zur Archivierung. Ich sage ja, das ist ein riesen Mindmap, das irgendwie alles zusammenhängt, miteinander zusammenhängt, die stärker zu feiern und da auch die Energie reinzustecken. Bedeutungskonstruktion. Alles eine Frage der Ökonomie, also des Geldes. Ne? Also was diese Ausstellung gekostet hat, da hätten wir ganz schön viel feiern können von. Genau, weil das ist das Problem. Von was soll man denn feiern? Natürlich können wir hier irgendwie eine Party zu fünft machen und warmes Bier trinken. Ne? Das Problem, und das ist ja was, wo ich vorhin schon sagte, was auch zum Erlahmen von vielen Energien geführt hat, ist, dass Strukturen sich halt so nur so schwerfällig ändern. Und dass man oft das Gefühl hat, man kann diese Strukturen überhaupt nicht beeinflussen. Wenn das ist irgendwie Selbstläufer, ne, wurde irgendwann mal berühmt, macht sich berühmt, andere meinen, er wäre berühmt, alle denken, er hätte irgendwas, was weiß ich. Und dann hat er diese Selbstvermarktung und keine Ahnung. Da wird dann kulturell, also da wird dann aus dem Kulturbereich irgendwie Geld für investiert. Und dass da sich strukturell was ändert, finde ich, ist ausgesprochen schwierig. Und ich kann nur sagen eines, und ich bin jetzt nicht wie die anderen hier, ihr könnt nochmal andere Sachen zu sagen, ich bin keine politische Person und ich bin auch keine Kämpferin und ich bin keine Missionarin und überhaupt, ich kann das irgendwie alles, liegt mir nicht. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen was, aber vielleicht weiß ich nicht, ob das ein guter Rückzug ist. Ich tue einfach so, als wäre es nicht so, wie es ist. Ne? Ich tue so, ich sage, Chantal Ackermann ist die wichtigste Filmmacherin des 20. Jahrhunderts, Punkt. Und das Verrückte ist, ich weiß nicht mehr, wo ich das irgendwo gesagt habe, das wird dann irgendwo abgeschrieben und steht dann irgendwo. Ne? Ja, da war ich völlig verblüfft. Oder ich mache eben meine Literaturfilme oder was für immer, irgendwelches Seminar. Und dann stellt man halt fest, dass die Thematik, die auch für den Roman des 19. Jahrhunderts prägend ist, nämlich Fragen des Intimen, des Privatlebens, dann auch eben in diesen Filmen dominieren. Ne? Ich tu einfach so, als gäbe es diese ganze Schwerpunktbildung, diese ganze patriarchalen Strukturen, als gäbe es sie nicht. Und wenn sie mir entgegentreten, dann denke ich immer, da muss man sie halt auslachen. Also man kann, es fängt ja schon dabei an, dass man sich darüber aufregt und sie ernst nimmt. Aber das Problem ist natürlich, wenn man sich nicht aufregt, erreicht man auch nichts. Also ich weiß es nicht, aber ich finde, man kann schon eine Haltung haben, in der man einfach
sowas wie Gleichberechtigung, Gleichwahrnehmung, Gleichwichtigkeit oder besondere Bedeutung von Frauen im Film setzt. Fertig. Ne? Und dann gibt es manchmal dieses, dass es so ein Erstaunen gibt, ne? Aber das wird dann alles auch gefressen, wenn man einfach so auftritt. Ne? Nichts anderes tut das Patriarchat ja auch. Es ist ja, also wenn sie eine Bedeutung konstruieren, dann ist ja. Das ja das Gleiche, was auf der anderen Seite auch passiert. Tritt ja auch auf, als wäre es berechtigt. Also ich denke, diese Strategie mit der Setzung von Bedeutung, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber ich denke, wir müssen natürlich auch noch mal so ein paar Schritte weitergehen und uns überlegen, wo und wie kann man weiterhin die Arbeit von Frauen sichtbar machen, vor allen Dingen auch die dokumentarischen, die eben jetzt nicht, Spielfilm ist ja so ein gängiges Medium, was die Leute gerne konsumieren. Bei Dokumentarfilmen, das erleben wir auch immer wieder auf dem Festival, wenn die Menschen dann in die Kinos kommen und sich das angucken, sind die hellauf begeistert. Das ist also, ein Dokumentarfilm hat ja auch eine unglaubliche Überzeugungskraft. Also ganz anderes, also finde ich persönlich, als so mancher Spielfilm. Das ist das eine und ich denke schon, dass wir dafür kämpfen müssen und ich glaube, Pro Quote Film hat es auch bei Grütters angemahnt, dass es eine weibliche Kinemathek geben muss. Also das, ich weiß gar nicht, Petra, weißt du da irgendwie ein bisschen mehr? Also dass wir auch so eine Institution, eine Stelle haben müssen, wo wirklich systematisch der Film von Frauen auch gesammelt wird. Das kann ja auch angedockt sein an einer bestehenden, das muss ja keine neue eigene Institution sein, aber als Aufgabe muss es irgendwie meines Erachtens tatsächlich in den Blick genommen werden und auch mit Geld ausgestattet werden. Also das wäre für mich so ein Punkt und auch diese systematische, weiter diese Erforschung oder so ein bisschen die Erbsenzählerei, die auch hier in dem Projekt gemacht worden ist, also das wir tatsächlich auch einfach mehr über unsere eigene Filmgeschichte auch wissen und dass wir, dass die auch zugänglich ist. Also das, finde ich, ist was ganz Entscheidendes, um natürlich auch so ein Bewusstsein und dann eben auch mit Stolz sagen zu können, hey, das sind wir, das haben Frauen in der Filmgeschichte auch geschaffen und schaffen das auch heute noch. Und das ist so ein bisschen so eine subversive Strategie, die Kinothek Asta Nielsen, Carola Grammann und Heide Schlüppmann in Frankfurt. Carola ist da ja immer so ganz besonders pfiffig in solchen Dingen, also versucht gerade so für bestimmte historische Filme und Restaurierung von historischen Filmen Geld bei wohlhabenden Damen einzutreiben. Super, ne? Die können ja, bevor sie irgendwie das Pelztier im Zoo da irgendwie fördern, können die doch nun mal gerne eine neue Filmkopie fördern. Also ich glaube, man muss so auch so ein paar, das hilft natürlich nicht grundsätzlich, aber so ein paar subversive Anpackpunkte, da sollte man eigentlich nicht verzweifeln, sondern ich bin ganz hoffnungsvoll, dass das auch zu schaffen ist. Ja, es gab doch diese ganzen Bemühungen, ein Frauenfilmarchiv einzurichten. Ne? Das ist ja alles immer nicht so zu sich gekommen. Und Kinothek Asta Nielsen, ja, ich kenne ja auch die Erzählungen von Carola, wenn sie dann die Damen im Pelz und da diese ausgesprochen, also diese, ja. Aber was die Kinothek Asta Nielsen macht, ist ja, ist in sehr kleinen Bereich und kämpft auch immer um die Förderung. Und ich gebe Ihnen völlig recht, es ist eigentlich ein großes Problem, dass es nie ein Frauenfilmarchiv oder wie immer man es nennen will, gegeben hat. Ne? Aber sie, ja, sollte es geben. Pflichtig bei. Es ist, glaube ich, wirklich ein, eine Frage von Inge. Ja. Ja, noch eine Ergänzung dazu. Es gab, glaube ich, jetzt auch im Zuge der Arbeit von Pro Quote Film nicht nur die Forderung nach einem Archiv, sondern nach einer Stiftung, die sich um das weibliche Filmerbe kümmern soll. Und bin ganz gespannt noch auf morgen, wird Barbara Teufel von Pro Quote Film da sein, denn die sind ja wahnsinnig gut aufgestellt, was die Filmgewerke, also die Filmproduktionsgewerke angeht. Was fehlt meiner Meinung nach ist,
Das sind wir, die FilmvermittlerInnen, die filmkulturellen ArbeiterInnen, also die sich auf so einer Bundesebene, so einer Lobby-Ebene auch mit so ganz konkreten Forderungen nochmal aus der Perspektive einbringen. Vielleicht gibt es das, also es ist nicht öffentlich, deswegen weiß ich nicht, inwieweit die da schon drüber reden. Ich habe jetzt auch einen Aufnahmeantrag gestellt, weil ich das einfach mich interessiert, dass wie, ob das auch, ja, wie inwieweit man da noch ja, weiterdenkt. Also ich glaube, wir sind oder können feststellen, oder ich würde für mich feststellen, es ist die Frage der Sichtbarkeit ist wirklich eine, die quer liegt zu allen Bereichen, von der Ausbildung über die Finanzierung bis hin zum Archiv, dem letzten, der letzten kleinen Quittung, die es wert sein sollte, dann auch archiviert zu werden. Deswegen ist das Netzwerken so wichtig, weil all die Akteurinnen und Akteure, die in der Sichtbarmachung, an der Sichtbarmachung interessiert sind oder aktiv sind, voneinander wissen müssen. Sonst kompliziert sich das irgendwann nicht oder nur so hat es eine Chance, sich zu einem großen Ganzen zu werden, sich stärker noch zu vernetzen. Deswegen denke ich, dass das auch ein Aspekt ist, der unglaublich wichtig ist, auch solche Konferenzen, dass wir hier zusammensitzen. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn keine weiteren Fragen sind oder Sie noch etwas, vielleicht Werbung machen möchten fürs Festival nächsten April, geht es weiter, oder Sponsoren für die Zeitschrift oder wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, dann wäre jetzt das Wichtige, dass wir wirklich nochmal uns zusammenfinden und miteinander reden und voneinander erzählen, was tun wir eigentlich, warum sind wir hier, Motivation, Best Practice und vieles mehr. Morgen haben wir dann auch noch viel Zeit dazu hoffentlich und dann können wir aus diesem Chaos schöne, sichtbare, Wim Wenders-like Feieraktion machen, hoffe ich. So. Gibt es noch von Ihrer Seite einen Werbeblock am Ende? Ja. Na, ich habe eben so lapidar Quotierung gesagt und ich möchte mich dafür noch, also genau das ist es doch, wir leben im Patriarchat und wir leben auch im Erbe des Patriarchats. Ja? Und um das irgendwann mal loszuwerden, braucht es doch jetzt eine Gesellschaft, die sagt, mindestens 50% Filmförderung, Archivförderung, keine Ahnung, Ausstellungen in der CO gehen an Frauen und ihre Projekte. Und das also sind öffentliche Gelder und wir müssen ja, also wir müssen ja auch 50% der Steuern zahlen, muss man ja auch wirklich, also. Nein, wir sind doch, wir zahlen noch nicht so viel Steuern. Wir verdienen ja auch nicht ja. so viel. Ja, wir Gut. verdienen noch nicht so viel. Anteilig. Hier ist noch eine Anmerkung. Ja, ich frage mich so ein bisschen mit der Vernetzung. Also ich habe da immer total dran geglaubt und ich habe immer an das Wachstum von Feminismus geglaubt. Und ich war jetzt 14 Jahre nicht mehr hier an der Filmuniversität. Als ich das letzte Mal da war, war es noch die HFF. Und ich wollte nochmal sagen, dass ich das ganz toll finde, was hier für gendersensible Strukturen gewachsen sind, was für tolle Frauen hier einfach dafür sorgen, dass es sichtbar gemacht wird. Es hat sich vor 14 Jahren noch ganz, ganz anders angefühlt. Und dann habe ich noch so die Frage, was mich persönlich immer wieder betrifft. Also ich finde die Ressourcen, also haben wir ja jetzt auch gesagt, ne, das Ökonomische oder was diesem feministischen Bereich zugeordnet wird, strukturell von der Gesellschaft, ökonomisch, ist halt so knapp, dass ja auch die Konkurrenz unter uns sehr groß ist. Und selbst wenn ich möchte, finde ich nicht unbedingt einen Platz. Und es ist toll, wenn Sie, Frau Klippel, Professorin geworden sind und Bedeutung setzen können. Ja? Und das einfach dann rezipiert wird und reproduziert. Das ist super toll. Und ich frage mich aber, also weil es gibt ja häufig auch die Frage, Netzwerken Frauen weniger gut als Männer? Oder wie läuft dieses Netzwerken? Ja? Und hängt das nicht auch ganz viel mit diesem ökonomischen Aspekt? Wie viel steht überhaupt zur Verfügung zusammen? Ja, mir fällt da nur ein, dass ja vieles auch ins Leere geht. Also ich versuche seit Jahren, Studentinnen, wenn ich denke, sie sind wirklich gut für eine wissenschaftliche Arbeit, rede ich an sie hin wie, eine nach der anderen, rede ich an sie hin wie ein krankes Pferd, soll promovieren und machen es nicht. Ich habe es bisher noch kaum geschafft, eine meiner Studentinnen zur Promotion zu bewegen.
Ne? Nein, die ME-Arbeit, das war schon so schlimm und da habe ich so gelitten und dann musste ich eine Therapie machen und so weiter. Nein, ich gehe in die PR. Und dann denke ich, dann sage ich, das können Sie nicht tun. Sie schmeißen sich weg, ne? Ja. Und es ist wahnsinnig schwierig, weil man eben oft noch mit diesen Selbstbewusstseinsproblemen zu kämpfen hat und wo ich dann immer denke, meine Biografie ist ja auch so krumm, als ich vorhin ausfüllen musste, wie lange ich studiert habe in diesem Zettel, den sie mir gegeben haben, da habe ich mich mal wieder geschämt, ne? Und irgendwann kriegt man dann die Kurve. Und dann denke ich, wieso ist das aber immer noch so? Und ich bin doch jetzt da und gebe mir doch die Mühe und versuche, die zu stärken und zu stabilisieren und schaff's nicht. Ne? Und denke dann natürlich, was mache ich falsch? Warum habe ich jetzt schon wieder den zweiten irgendwie männlichen Promoventen, der auf eine akademische Karriere sich zubewegt? Wo ich dann auch weiß, wenn ich gucke, was die für Arbeiten machen, dass die eigentlich nicht mehr im klassischen Sinne des Patriarchats funktionieren, ne? Sondern sich, also zum Beispiel Florian Krautkrämer, der von uns kommt, der war eine Weile im Ministerium für, wie heißt das Grüttersministerium, ne? Ja, da hat er nach einem Jahr, aber wollte er da nicht mehr bleiben und der hat sich dafür eingesetzt, Filmförderung für eine 50%-Quote. Ne? Ja, aber trotzdem schmerzt es mich, wenn ich sehe, dass ich keine Frauen irgendwie auf eine wissenschaftliche Laufbahn bringen kann. Ne? Ich arbeite dran, aber... Man kämpft halt, man hat halt da doch viel zu kämpfen. Ne? Nicht unbedingt die attraktivste aller Laufbahnen. Ja, das schreckt aber die jungen Herren nicht ab. Ne? Die interessieren sich für was und wollen da irgendwie was machen und haben halt doch eher, muss ich leider feststellen, seltener diese Neigung zum Selbstzerfleischen. Ne? Also man kann auch ganz klar sagen, wenn man mit Förderinnen zum Beispiel spricht, also mit Leuten, die in den Förderinstitutionen sitzen, dass die Frauen in der Regel einfach auch viel weniger Geld beantragen für ihre Filme. Also die Budgets sind in der Regel sehr viel niedriger. Wir führen gerade von der AGDOC aus eine Studie zu diesem Thema durch. Die wird in Leipzig vorgestellt. Ich kann da aber auch morgen noch mal etwas genauer drauf eingehen. Aber man kann sehen, dass die Frauen eben einfach auch sich in der Regel unter Wert verkaufen. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel auch in der VG Bildkunst feststellen, wenn es um Kulturanträge geht. Also wir haben jetzt tatsächlich uns dazu gezwungen gesehen, eine Richtlinie herauszugeben, dass man Anträge bitteschön auch so gestaltet, dass man nicht sich unter Mindestlohn verkauft. Ja, das gilt für Autorinnen, das gilt für Filmemacherinnen und es sind vor allen Dingen Frauen auch tatsächlich, das muss man leider sagen, die einfach entweder weil sie nicht wissen, was sie verlangen können an Gagen oder an wie hoch die Budgets in den einzelnen Förderinstitutionen sind, sich einfach immer wieder mit viel zu wenig zufrieden geben. Und da geht es meiner Ansicht nach wirklich darum, dass wir darüber sprechen müssen. Also wie hoch sind denn die Budgets? Dass wir einfach offen und ehrlich darüber sprechen müssen, was kann ich denn beantragen für einen 90-Minuten Dokumentarfilm? Was ist denn eigentlich drin? Ja, denn diese hohen Budgets, die greifen alle die Männer. Da ist nicht einer oder sind nur sehr, sehr wenig Frauen darunter. Es gibt jetzt ein, zwei Frauen, die sich mal davor gewagt haben. Aber... das ist wirklich etwas, wenn du von, oder wer weiß gerade, von Netzwerken sprichst und sich zusammentun, wo wir einfach noch viel zu viel nachzuholen haben. Und das hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir, meiner Ansicht nach, dass wir auch unter uns Frauen, wie soll ich es formulieren? Also es ist auch schwierig, wenn es Posten zu vergeben gibt, dass wir Frauen da wirklich auch aneinander denken.
Also es gibt ja immer wieder den Satz, den man auch in Redaktionen hört oder in Fernsehdirektionen, Frauen fördern keine Frauen. Und das ist tatsächlich auch oft genug so, dass Frauen in bestimmten Machtpositionen auch nicht unbedingt Frauen fördern. Und darüber müssen wir auch uns mal unterhalten. Also wir hatten uns heute Mittag darüber unterhalten, Silke und ich. Also es geht ja auch um Unternehmenskultur. Also ja, wie kann das sein, dass Frauen keine Frauen fördern? Ja, das ist ein Thema, was ich eigentlich dringend mal behandelt haben möchte und wo wir mal ein Symposium auch zu machen müssten. Denn da ist auch noch ganz viel im Argen. Dankeschön. Ich glaube, dann übergebe ich für die Schlussworte an dich, Inga. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für die Diskussion, bei Ihnen für die Teilnahme an diesem Panel und vielen Dank. Ja, ich hab eigentlich auch gar nichts mehr zu sagen. Vielen Dank auch an alle.